Hallöchen, meine Damen und Herren. Habt ihr oder du in letzter Zeit eigentlich viele Cheater gesehen oder wenige oder gar keine? Ich stehe mit euch ja über Twitch und YouTube im regen Kontakt. Auch Twitter und Instagram wird oft genutzt, um mir halt irgendwas Privates oder per Inhalt eben zu schreiben. Und immer wieder höre ich jetzt in letzter Zeit und lese es auch unter den YouTube-Videos, dass ihr keine Cheater mehr habt. Einer hat vor kurzem sogar geschrieben, dass er schon seit dem Trust-Update damals eigentlich überhaupt keine Cheater mehr hatte. Das hat mich über die letzten paar Wochen doch jetzt sehr verwundert, weil eigentlich war ich immer der auf diesem einsamen Posten, der gesagt hat, ich habe eigentlich überhaupt keine Cheater in den Spielen, beziehungsweise so viele können es nicht sein und pipapo und immer so ein bisschen dran gedreht hat und versucht hat, den Leuten zu erklären, dass sicherlich sehr, sehr viele Cheater-Sichtungen auch einfach nur Legend-Spieler sind, die halt besser sind als man selbst und man deswegen dann sagt, der dann. Doch wie gesagt, siehe da, in letzter Zeit bekomme ich das immer öfter geschrieben und jetzt dachte ich, machen wir mal ein spezielles Video genau darüber. Jeder Einzelne von euch, der sich dazu meldet, hat die Chance, hier irgendwas abzusnacken. Wir bauen hier wie immer ein Giveaway ein. Also einfach dazu äußern und schon ist man automatisch mit drin. Ja, hast du schon seit längerem keine Cheater mehr gehabt, beziehungsweise wie ist es bei dir generell, falls du aktiv spielst? Sind viele Cheater da? Nicht so viele? Gar keine mehr? Weniger als früher? Hast du da irgendwie eine Änderung gespürt? Vor einiger Zeit gab es ja unter anderem eine Bannwelle. Da haben ja auch schon viele gesagt, oh, jetzt wird CSGO auf SOS 2 umportiert und es wird nochmal ein bisschen aufgeräumt. Da gab es einen Stichtag speziell, an dem sehr, sehr viele gebannt wurden und dann ist es langsam ausgelaufen. Also auch Tage danach wurden noch sehr viele Cheater gebannt und manch einer behauptet, das liegt wohl daran, weil da halt viele geflogen sind, hat man jetzt weniger, die nachgekommen sind, und deswegen fühlt sich es gerade noch nicht so viel an. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die zweite, und die wurde bis jetzt wirklich nur von einem einzigen anderen Menschen außer mir offiziell geschrieben, beziehungsweise es gibt bestimmt auch ein paar von euch, die dieselbe Meinung haben. Ich habe halt damals gesagt, das Trust-Factor-Update hat für mich also ganz, ganz viel gelöst und geregelt. Ich will nicht sagen, dass ich davor irgendwie ständig mit Cheatern zu tun hatte, aber danach halt gar nicht mehr. Also null. Davor vielleicht mit einer Handvoll über Jahre hinweg und danach überhaupt keine mehr. Für mich hat das also ein riesiges Plus erschaffen, zumindest noch in der Zeit, als ich Matchmaking halt gespielt habe. Mittlerweile spielen wir viel E-Sportle, da ist halt sowieso nichts los, zwecks Cheating. Beziehungsweise wirklich nur so vereinzelt, dass man es auch gar nicht merkt. Vor kurzem, und das ist vielleicht noch ein interessanter Einschub, vor kurzem, ich glaube gerade letzte Woche hat mir jemand geschrieben, dass in einem Spiel vor einigen Tagen oder Wochen jemand gebannt wurde auf E-Sportle, wegen Cheating. Und gegen die haben wir gewonnen, in einem ganz normalen Spiel. Niemandem ist irgendwas aufgefallen. Und dieser Punkt, finde ich, ist gar kein so unwichtiger, aber wenn ich sage, ich habe schon so lange keine Cheater mehr, gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht, ob du Cheater hast oder nicht. Das mag sein, aber hat es dann überhaupt irgendwie ein Interesse von meiner Seite aus verdient, über einen Cheater nachzudenken, den ich A, nicht erkenne, gegen den ich B, gewinne und C, Kartoffel wascht? Hat dieser Cheater überhaupt irgendeinen Einfluss auf mich, wenn ich ein Spiel spiele mit 4 Kollegen im Stream und wir haben einfach Spaß, geiles Spiel, wir ballern rein und gewinnen, haben eine gute Zeit. Und dann stellt sich 3 Wochen später raus, dass bei den Gegnern ein Cheater war. Okay. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Cheater so reincheatet, dass er gar nicht cheatet, also weil man nichts davon merkt, er hat keinen Vorteil. Soll er doch? Ich weiß es nicht, vielleicht hat es sich auch einfach ultra pimmelig an, von wegen, der will Cheater einfach cheaten lassen. Verstehe mich da nicht falsch, jeder Cheater soll auf jeden Fall ab dafür, weg, gebannt werden. Klatsch die Sau weg. Aber wenn jemand noch nicht mal gegen mich gewinnen kann und überhaupt keinen spürbaren Vorteil hat, den übrigens jeder andere Spieler hat, der besser ist als ich, ne, der hat bereits einen Vorteil, der weit über den des Cheaters hinausgeht in dem Fall, ist es dann überhaupt gecheatet? Also ich meine, stört mich das dann überhaupt? Hat er wirklich angehabt oder hat am Ende nur jemand irgendwie, was weiß ich, gemeint, der hätte gecheatet, dann wurde er halt gebannt oder so? Ich weiß es nicht. Ist nochmal ein kleiner Einschub, wie gesagt, weil wenn ich sage, bei mir cheatet niemand. Ich habe jahrelang im Matchmaking gespielt, ohne dass jemand gecheatet hat. Und dann jemand kommt und sagt, du weißt da gar nicht, ob da nicht wirklich einer gecheatet hat. Dann ist das A natürlich, das, was ich angesprochen habe, ist es dann überhaupt wichtig? Und B wäre ja somit, und das ist fast, finde ich, doch viel wichtiger im Kopf zu behalten, die Frage im umgekehrten Fall ja exakt dasselbe. Jemand sagt, der cheatet und ich sage, weißt du das überhaupt? Kannst du dir überhaupt sicher sein? Und die meisten können das nicht. Ich meine, die sagen, ja klar, der hat ganz sicher angehabt. Ganz sicher. Und dann hat er halt doch nicht angehabt. Wenn ich diese ganzen Reports über die Jahre zusammenzähle, die ich erhalten habe, über meine gesamten Accounts, das waren über die Jahre, also mit der Zeit, hunderte von Reports, die in Matchmaking, aber vor allem im Wingman an mich rausgingen. Auf meinem Main-Account, auf meinem zweiten Account, auf dem dritten Account habe ich eigentlich nicht großartig, weiß ich nicht mehr. Und jeder einzelne Mensch hinter so einem Report lag ja falsch, weil ich nicht gecheatet habe. Und trotzdem im Chat, fucking Cheater, das hat mich damals so arg gestört, dass ich vor Jahren angefangen habe damit, grundsätzlich den Gegner-Chat auszuschalten, weil mich hat das irgendwann so sehr beeinflusst, dass ich
verändert gespielt habe. Also, dass ich tatsächlich unauffälliger gespielt habe, obwohl ich ja gar nicht anhab. Ich weiß noch genau, es war auf Lake. Wallen und ich haben Wingman gespielt auf dem Weg zu Global. Und wir haben halt echt reingepfeffert. Es ist echt gerannt. Wir haben da jeden Tag viele Stunden gespielt und waren einfach im Futter. Wir waren halt echt nicht schlecht. Und ich habe gerade auf dieser Map, weil wir die sehr oft gespielt haben, ein gutes Gefühl gehabt, wann wo wer steht, auch durch die Wände hinweg. Und habe halt viele Kills durch Wände gemacht oder halt irgendwie schon mal im Vorfeld irgendwo hingeballert und sowas. Und da habe ich sehr oft Reports bekommen und irgendwann habe ich Schiss bekommen, dass ich gebannt werde. Mein Inventar war damals schon nicht gerade wenig wert und ich habe echt Schiss gehabt, dass irgendein Lappen sich in Overwatch von mir anschaut und sagt, der hat an. Und dann habe ich angefangen, anders zu spielen. Und meine Tochter ist vor der Tür. Babylein! So, meine Frau übernimmt. Ja, also jeder einzelne von denen war sich 100% sicher, dass sie gegen einen Cheater spielen. Hättest du die gefragt, hätten sie gesagt, ja, na sicher cheatet der. Und hätte man dann wiederum gefragt, bist du sicher? Weil du kannst es doch eigentlich gar nicht richtig wissen. So, aus der Perspektive von dir, wie willst du das sehen? Dann hätten die so gemacht. Doch, da dann. Und schon ist mal wieder einer der Milliarden Reports rausgegangen, oder Millionen oder Tausend, die an Legits gehen und überhaupt nicht an den Cheater gehen. So, ein sehr langer Einschub. Sorry, zurück zum eigentlichen Thema mit den Cheatern. Habt ihr im Moment wieder welche oder habt ihr gar keine oder weniger? Spürt ihr da irgendeine Veränderung? Einige sagen, wie eben erwähnt, dass es an der Bannwave liegt, dass es weniger geworden sind. Ein einziger sagt, es liegt am Trust-System. Andere sind sicherlich gewechselt vom Matchmaking auf eSportal zum Beispiel, um da halt reinzuschisseln. Da ist natürlich viel, viel weniger los, was Cheater angeht. Ja, und das war es eigentlich schon. Die drei Punkte sind zumindest die offensichtlichen und vor allem die öffentlichen Geschichten, die jeder mitbekommt. Falls Valve im Hintergrund irgendwas mit WAC gemacht hat oder mit WAC.net gemacht hat oder sowas und das nochmal ein bisschen feiner eingestellt hat, was aber wiederum in die Bannwave ja dann gehen könnte in diese Richtung der Argumentation, warum das so ist, dann kann das sein, aber davon kriegen wir halt nicht viel mit, was auch Sinn macht. Man sollte einen Anti-Cheat logischerweise nicht öffentlich updaten und sagen, wir haben jetzt gerade Folgendes hinzugefügt und sowas. Wenn hier jemand von euch wirklich abgefuckt ist von den Cheatern, dann würde ich zwei Dinge auf jeden Fall sagen. Zuallererst mal, lasst es am besten Matchmaking sein und spielt irgendwo extern. Zum Beispiel auf eSportal, dattelt da gemütlich rein. Man kann auch bei uns in den Streams mitspielen, pipapo. Kostenlos, geiles Teil. Snackt's euch. Oder, beziehungsweise und, oftmals, auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben will, ist es eben nicht nur der Sache der Gegner, sondern eben auch die eigene Einstellung hier oben. Es gibt Leute, die callen ständig Cheater. Wir haben auch so ein paar in der Community, egal welches Spiel wir spielen, und es war wirklich schon bei den absurdesten Spielen, überall werden ziemlich direkt Cheater detected. Selbst wenn du undercover gegen deine eigenen Leute spielst, callen diese Leute dich als Cheater, wenn du halt einen frechen Kill machst. Also das zweite und eigentlich sogar der wichtigere Punkt, man sollte auf jeden Fall nochmal so ein bisschen gucken, vielleicht sich informieren, was Cheats überhaupt sind, wie die funktionieren und so weiter und so fort, was möglich ist und was eben aber natürlich auch möglich ist im normalen Rahmen. Also wie Skill aussehen kann aus deiner eigenen Warte. Wenn wir intern spielen und Azkaban oder Larry mich wegklatschen, dann denke ich mir, wow, Azkaban oder Larry hat mich weggeklatscht. Huf. Aber ein anderer Spieler könnte meinen, die haben an. Und das nur aus dem Grund, weil sie sehr gut sind und eben wirklich freche Shots machen. Auch ich mache ab und an mal. Ein, zweimal im Schaltjahr im Intern wirklich ein paar leckere Tiegelstellen, also hintereinander oder diverse No-Scopes oder irgendwas, wo man auch meinen könnte, da ist doch was nicht in Ordnung. Aber ja, diese Einstellung zu Cheatern an sich ist eine ganz wichtige, weil Leute damit in Kontakt kommen mit dieser Cheaterei, bevor sie CSGO überhaupt das erste Mal gespielt haben, wissen sie schon davon und haben im Kopf abgespeichert, sobald jemand komische Shots drückt, sobald jemand krasse Sachen macht oder kurzum, sobald jemand besser ist als ich, cheatet er wahrscheinlich. Krepelig, Leute, bitte. Ich habe darüber schon ein eigenes Video gemacht vor Jahren, wie schlecht es ist, diese Einstellung zu haben. Und wie viel besser es ist, wenn man sie ändert in, oh, der ist aber gut. Zumindest fürs Erste. Ich meine, wenn jemand reindreht oder einen Raketenwerfer hat oder fliegt, ab mit dem, dann cheatet er, okay. Aber wenn jemand einfach noch krass ist, dann sollte man zumindest erstmal für das eigene Seelenwohl davon ausgehen, dass er eben nicht cheatet, sondern dass er halt gut ist. Aber dazu, wie gesagt, habe ich ein eigenes Video gemacht. Ja, wie sieht's aus mit der am Anfang gestellten Frage? Was ist, Leute? Wir lesen uns in den Kommentaren. Ich werde das Video jetzt hier noch fertig und dann ist Livestream wieder ab 18 Uhr. Ich freue mich auf euch. Denkt dran, Knife Giveaway ist nächste Woche. Diese Woche sammelt ihr noch dafür. Ran mit euch, meine Damen und Herren. Ran! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.